mein Gott, wir sind umzingelt. Ja, ich brauche sofort Heldenunterstützung. Ich schick dir unseren besten Mann. Oh Mann. Und damit schauen wir wieder einmal in die große galaktische Bürgerkriegserweiterungsmod rein. Wir haben noch richtig viele neue Einheiten, die wir uns noch nicht angeschaut haben. Und mir wurde gesagt, es sind wirklich viele dabei, die man auch schon mal als Mod gesehen hat, aber auch irgendwo wieder anders sind. Von daher, ich solle mir unbedingt alle anschauen. Wir machen das so. In diesem Video schauen wir uns alle neuen Heldenfiguren an, machen dann noch eins mit den Spezialeinheiten. Von daher, let's go! Und ich würde sagen, mit welchem Helden kann man denn so ein Pack nicht am ehesten eröffnen, wenn nicht Din Djarin, dem Mandalorianer himself, eine der beliebtesten Figuren, die bestimmt irgendwann ins Spiel gekommen wäre, wenn es denn weitergeführt worden wäre. Ja, hartes Thema. Gut, gucken wir mal, was der so hat. Der hat sein Disruptor-Gewehr Beskar Steel. Macht ihn immun von Angriffen, die von vorne kommen? Warte mal, was? Wie geht das denn? Das ist ja richtig cool. Und die Whistling Birds. Okay, wir schauen einfach mal. Ansonsten 650 Leben hat er. Jetpack hat er auch wenn es irgendwie nicht als Fähigkeit aufgeführt wird. Ja. Sein Blaster scheint relativ normal zu sein. Macht recht gut Schaden. Erinnert mich so ein bisschen an die von Han Solo, die DL-44. Ach, gut Damage, ne? Aber schießt auch recht langsam. Gucken wir mal die Fähigkeiten an. Das ist ein Purge Trooper. Chris Whistling Birds Purge Trooper. Scheiße. Okay, perfekt, um das Steel-Ding zu testen. What? Warte mal, das reflektiert auch? Das funktioniert ja wirklich. Ich habe gar keinen Damage genommen. Das steht ja gar nicht bei, aber das reflektiert den Schaden zurück. Wie cool ist das denn? So, jetzt nochmal Whistling Birds. Diesmal soll das auch funktionieren, hoffentlich. Ja, ja, siehst du mal. Cool. Okay, Disruptor. Ja, funktioniert. Oh, man hat den nicht lange. Funktioniert auch. Ich habe jetzt natürlich Dengar getroffen, von daher weiß ich nicht genau, wie viel Schaden das normalerweise macht. Es war okay. Okay, testen wir es nochmal. Ja, doch, doch, das macht ganz gut Schaden. Schauen wir noch einmal, wie das mit dem Beskar ist, weil das fand ich bis jetzt am interessantesten. Ah, es funktioniert nur, wenn die von vorne schießen. Ja doch, aber es wehrt halt wirklich den Schaden ab. Also das ist eine richtig geil. Wie haben sie das denn gelöst? Das ist ja mega geil. Gucken wir nochmal hier auf die Whistling Birds. Vielleicht kriegen wir die zweite Schwester damit. Jo, die ja so kassiert. So, warte, jetzt gehen wir nochmal auf den Sniper-Modus. Kann er den abwehren? Oh, warte. Ja, der kann mich nicht treffen. Das Beskar ist ja mega overpowered. Das ist ja geil. Aber es ist halt, er hält auch nur ganz kurz. Ich finde die Fähigkeit richtig cool. Also die gefällt mir. Die Umsetzung gefällt mir auch recht gut vom Mando. Nahkampf sieht ein bisschen merkwürdig aus, muss ich sagen. Da hätten sie vielleicht das Dunkelschwert nehmen sollen, aber ansonsten echt cool. Alright, Starkiller ist an der Reihe. Der gute Starkiller, Galen Merrick. Oh, mit zwei Einzelklingen. Ja, geil. Force Unleashed 2 lässt grüßen. Von den Fähigkeiten scheint er allerdings die gleichen zu haben, die auch die böse Variante hatte, die wir schon ausprobiert haben. Von daher, wir gehen einfach mal ganz kurz rein und gucken einmal. So, Würgegriff. Jawohl, kennen wir. Ah ja, hier sind noch welche. Macht Blitz haben wir. Jawohl, das funktioniert genauso. Und das mittlere ist dieses Umstoßen, ja. Ja, das ist genau die gleiche Figur quasi. Bloß dann gibt es dann halt einmal auf der bösen Seite mit einer Klinge, die rot ist. Und dann auf der guten Seite mit zwei Einzelklingen, die blau sind. Starkiller hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht im Spiel. Aber warum halt nicht, ne? Es ist so eine geile Idee. Alright, Nienam, Held der Rebellen. Dich werden wir auch noch ausprobieren, mein Freund. Der kommt wahrscheinlich sehr angelehnt an Battlefront 1, ja. Proximity Bomb, Annäherungsmine. Pulskanone hat er dabei. Und ein Orbitalschlag. Okay, warte mal, was? Wie genau mache ich den? Oh, das funktioniert. Es funktioniert genauso wie in Battlefront 1. Okay. Ah, ich hab ihn auf die Statue. Hilfe, Eigenbeschuss, aufhören! Ich glaube, ich habe ihn an die Statue geheftet. So gut, dann gucken wir lieber erstmal mit kleineren Geschützen und gehen auf die Impulskanone. Ach, ja. Ja, das funktioniert. Man kann nur einmal schießen. Okay, das ist. Es funktioniert, kann ich mit dem in die Ego-Sicht? Nee, kann ich nicht. Es funktioniert, aber es ist halt, es sieht nicht geil aus. Ich finde es irgendwie uncool, wenn man so in der Third-Person-Sicht schaut und dann wirkt es so, als würde man in die Ego-Sicht gehen. Es sieht halt echt merkwürdig aus. Okay, Annäherungsmine, die müsste eigentlich so nach vorne werfen, jawohl. Oh, macht aber nicht viel Schaden. Ja gut, funktioniert, ne? Die hat sich automatisch ausgelöst. Ich musste jetzt nicht nochmal aktivieren oder so. Schauen wir nochmal, ob wir hier die Mine besser hinlegen können. Warte mal, wir verstecken uns hier mal so ein bisschen. Ja, okay. Ich glaube, die funktioniert besser, wenn die Gegner drauf zulaufen irgendwo. Die scheint jetzt nicht ultra stark zu sein. Er kann es aber relativ weit werfen, ne? Ja, doch, doch, dann macht die schon gut Schaden. Okay, ist ganz cool. So, jetzt aber nochmal.
Den fetzen wir jetzt weg. Oh, da ist Greedo. Komm schon, Orbitalschlag. Hause alle um. Ja! 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 Oh, voll auf den Torbogen. Oh, das ist ja cool. Das ist ja mega geil. Was soll ich sagen? New Nump auch echt cool umgesetzt. Gefällt mir. Los, der, das hier, das ist halt Quatsch. Also das Impulsgewehr. Wäre halt geiler, wenn man da irgendwie in die Ego-Sicht gehen kann. Ich weiß nicht, das ist ein häufiges Problem bei Mods. Ich weiß nicht genau, ob das irgendwie schwierig ist. Es scheint ja so. Ist halt, sieht halt optisch echt doof aus. Oh, Bo-Katan haben wir auch. Okay. Das ist auch eine andere Variante. Also bis jetzt, glaube ich, immer andere Varianten, die ich noch nicht hatte. Knockback Dart. Damit schmeißen wir Gegner einfach um. Infiltration. Okay, das deckt die Gegner auf. Und dann haben wir noch einen Stun Dart, der die Gegner schocken soll. Ich bin gespannt. Können wir hier gleich mal testen. So umnocken. Oh ja, das funktioniert. Das ist ja cool. Ich glaube, das spielt sich super dynamisch mit ihr. Da können wir den Scanner einsetzen. So, gleich den anderen Dart, den Schock Dart. Ja, funktioniert auch. Aber das ist ja mega geil. Das fühlt sich irgendwie wirklich nach neuen Gadgets an, die sie so hat in ihrem Handgelenk quasi versteckt in dem Mandalorian Suit so. Guck mal, wie cool man das so on the fly im Fliegen, ne, mal so kurz raushauen kann. Die Umsetzung gefällt mir auch richtig gut. Ich habe ja auch schon mehrere Umsetzungen von der Bo-Katan gehabt. Aber die hier gefällt mir. Wir hatten auch eine, da hatte sie dieses kleine Schild an der Hand. Das fand ich auch ganz geil, weil jetzt hat sie zweimal so eine relativ ähnliche Form. Machen wir den Schock-Ding. Der braucht auch ein bisschen, der hat so eine kleine Verzögerung, schockt aber mehrfach, okay. Ich glaube, ich fände es cooler, wenn sie dieses kleine Handschild hätte oder halt auch wieder das Darksaber oder so und dann einen dieser Darts. Am ehesten den Umstoß-Dart, weil der scheint mir richtig cool zu sein. Guck mal hier, wie geil das ist. Rein da und zack, umgestoßen. Das funktioniert richtig gut. Das fühlt sich super gut an, muss ich sagen. Mit ihr ist man halt zeitgleich auch super agil unterwegs. Also von daher, das... Oh, die kann auch so hovern. Das wird ja immer besser. Wie bei der ersten Ordnung. Das ist mir... Also die macht super viel Spaß, kann ich nur sagen. Viele bleiben nicht mehr. Wir nehmen Wicket, den guten alten Ewok aus Episode 6. Wer auch immer den unbedingt als Helden spielen wollte. Aber hey, kommt mit ganzen 600 Leben. Jo, das ist aber viel, ne? Hat auch seinen geilen Nahkampfspeer, okay. Bei den Fähigkeiten haben wir Yatnab. Muss man nicht aktivieren. Man kriegt Schadensreduktion, wenn man in der Nähe von Verbündeten oder Gegnern ist, okay. Dann haben wir das Horn. Kennt man auch schon vom normalen Ewok. Und eine Feuerbombe kennt man auch. Aber ich weiß nicht, ob die jetzt ein bisschen anders ist, weil die sind normalerweise so Wisties, ne? Man sieht auch schon, diese Fähigkeit unten ist gelb geworden. Wir können nur manuell schießen. Ah, das gefällt mir nicht. Bin nicht gut im manuell schießen. Na, warte mal. Er schießt zwei Pfeile auf einmal. Cool. Warte mal. Ja, guck mal, jetzt ist es weiß, das Männchen. Und jetzt, wenn ich zu einer Person hingehe, bleibt stehen. Jetzt wird's gelb. Das aktiviert sich echt. Cool. Was ein bisschen merkwürdig ist mit ihm, wenn ich jetzt hier so rumlaufe und schießen drücke. Ich drücke gerade schießen, es passiert nichts. Es ist nicht wie beim normalen Ewok, der so ein Auto anvisieren hat. Das hat er leider nicht. Das ist, ja, finde ich ein bisschen komisch. Er hat nur hier diesen Bogen, den manuellen Bogen, aber der scheint deutlich besser zu sein als der, ja, den der normale Ewok hat. Weil erstens schießt er zwei Pfeile und er schießt halt doch deutlich schneller. Macht aber auch nicht so viel Schaden, ne? Ja, wow. Man muss auch ein bisschen daneben schießen oder so. Ich kann diesen Bogen auch einfach nicht. Ich kann den nicht gut. Konnte den noch nie gut. Jetzt wirst du weggepiekt, yeah! Oh, da sind ja richtig viele. Jetzt hilft noch die Feuerbombe. Boah! Cool. Jo, den haben wir verbrannt. Ah, der regeneriert auch sein komplettes Leben wieder voll. Ich sehe schon. Also, der ist, gefällt mir auch besser als gedacht. Nur ein bisschen komisch, wie gesagt, dass er nur manuell schießen kann. Er kann nicht anders schießen. Drei Helden bleiben noch übrig. Wir nehmen Cal Kestis und ich glaube fast, den kenne ich schon. Ich bin mir fast sicher, dass ich den kenne. Ja, sieht mir auch sehr bekannt von den Fähigkeiten aus. Ja, Stimkanister macht einfrieren und das mit dem Doppelklingenlichtschwert hier, dass man das so rumswitchen kann. Doppelklinge, Einzelklinge, Doppelklinge, Einzelklinge. Das kennen wir schon. Macht Stasis. Sieht so aus. Ne? Eingefrorene. Aiden Versio. Und wir können uns per Stimpacks heilen. Ist dann quasi BD1 uns, ne, so ein Stimpack zuwirft und dann heilen wir uns. Ist eine coole Idee. Hab ich schon mal gezeigt. Gab's auch in verschiedenen Varianten teilweise mit dann verschiedenen Lichtschwertfarben und so als Skins. Ist auf jeden Fall ganz cool. Hätte man gerne einbauen können, so ein Cal Kestis. Dann mit der zweiten Schwester halt irgendwie zusammen. Das wäre so ein geiles kleines Pack gewesen. Von daher, warum nicht, ne? Hat jetzt aber auch nicht irgendwie, ja, so eine ultra krasse Fähigkeit. Das Heilungssystem ist halt cool, ne? Weil Simkanister gibt's halt so in der Form hier nicht. Finde ich eine coole Sache. Okay, Jyn Erso. Eine meiner absoluten Lieblingshelden aus Star Wars Battlefront 1. Und jetzt in Battlefront 2.
Die hat auf jeden Fall ihre normale A180-Pistole. Sonic Imploders ist die erste Fähigkeit. Wir haben gewonnen. Gut, dann können wir wenigstens die Map mal switchen. Sie hat Sonic Imploders als Fähigkeiten, ne? Den kennen wir auch schon aus Battlefront 1. Das zweite ist irgendeine Art Launcher, okay, womit sie ihre Waffe umbaut zu einem Granatwerfer. Das dritte ist die Rifle Configuration. Das vierte ist wieder eine Passive, wo sie dann schneller ihre Fähigkeiten bekommt. Ja, sieht man auch schon, da dreht sich dieser Kreis rum. Ich bin nur ehrlich zu sein ein bisschen verwundert, weil sie ist angelehnt an Battlefront 1, aber ihr fehlt die Knüppelnfähigkeit. Also erstmal Sonic Imploders, kennen wir schon. Gab's in Battlefront 1 auch. Dritte Fähigkeit gab es auch, ne? Wie gesagt, sie baut ihre Waffe um zu diesem Gewehrmodus. Der war richtig stark in Battlefront 1, ist er hier auch. Wow, macht er einen Schaden und der ist ziemlich genau. Die Pistole war auch nicht schlecht, aber das Gewehr war deutlich besser, ja. Aber was ist diese mittlere Fähigkeit jetzt hier? Dann muss sie irgendwie einen Granatschuss oder sowas schießen. Ja, okay. Ah, das finde ich, ja, weiß ich nicht. Mir fehlt das Knüppeln. Ich sag's, wie es ist, ne? Ich liebe es, mit diesem Tonfahr zu kämpfen. Den hat sie hier sogar. Guck mal da an den Gürtel. Aber irgendwie will sie den hier nicht als Fähigkeit haben. Vielleicht hat sie den ja so als Nahkampf. Ich gehe gleich mal ausprobieren. So, mein Freund, du bist jetzt mal umgeknüppelt. Naja, sie boxt mit der Hand zu oder mit der Waffe. Schade, dass sie den Knüppel gar nicht nutzt. Ich verstehe auch, warum man das gemacht hat, weil im Battlefront 1 war es so, diese A180-Waffe, die konnte man umbauen zu eben einem Sniper-Modus, einem Gewehr-Modus und so einem Anti-Tank-Modus. Und ich glaube, das soll dieser Anti-Tank-Modus sein. Ja, ist halt okay, so ein Sekundärfeuer, aber ich finde es ein bisschen undynamischer oder irgendwo unspaßiger als so ein Knüppelding, ne? Irgendwas Nahkampf immer so einen Gegner weghauen mit so einem geilen Schlagstock oder sowas, gefällt mir irgendwo mehr. Letzte Einheit, die wir haben, ist der Rebel Friend. Den kennen eventuell manche von euch aus Lego Star Wars, die komplette Saga. Da war er nämlich mit dabei bei der Tante 4 Mission. Und er sieht auch genauso aus. Zumindest von der Optik her, ne? Ich glaube, den hatten wir nämlich auch schon mal. Er hat auch wieder eine Passive, dass Leute um ihn rum schneller sind. Dann hat er zwei Fähigkeiten. Einmal was, womit er die Leute in der Gegend heilen kann. Die andere, womit er denen Schadensreduktion gibt. Und er hat eine Granate, die nochmal in mehrere Granaten sich aufteilt. Wir gucken einfach mal. Boah, das mit dem Movement Speed merkt man ja. Achso, das heilt auch wirklich nur die Leute in der Gegend, nicht mal ihn selber. Das ist halt ein wahrer Freund, ganz uneigennützig. Okay, gucken wir mal wenigstens die Granate einmal an. Der ist schon tot. So, mein Freund, hier. Zack, nimm den hier. Ja, das teilt sich nochmal auf, man sieht's. Boah, das braucht aber lange zum Explodieren. Kann ich auch nicht einzeln auslösen oder so. Ja, ist ganz cool. Gucken wir hier auch nochmal ganz kurz. Warte mal. Bei dem da. Für den heilen. Ja, okay. Jo, wir heilen den richtig viel. Aber ist komisch, ne? Man heilt nur die Freunde, nicht sich selber. Ist halt irgendwie jetzt kein Ernst. Ist halt jetzt nicht irgendwie so Mandalorian oder sowas, ne? Was willst du sagen? Aber dafür schon ganz witzig umgesetzt. Und jetzt seid ihr natürlich gefragt, denn wir hatten hier heute einige neue Varianten von schon bekannten Helden und halt auch irgendwo neue Helden. Welche hat euch am besten gefallen? Ich glaube tatsächlich mir sogar Bo-Katan. Also einerseits Bo-Katan und halt auch der Mando mit dieser Beskar-Fähigkeit. Das war ja mega cool. Schreibt gerne mal rein, was ihr so fandet oder wie ihr es so fandet. Und von daher, vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Und ciao. Ciao.